Was geht, Freunde der Taten? Willkommen zurück in meinem Kanal zu einem neuen Entwicklervideo von Marvel Snap. Und ich mache mal eben nochmal eben Feintuning hier wegen Lautstärke. Die nächste Season beginnt bald. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht vielleicht schon morgen beginnt. Ich habe keine Ahnung, bis wann geht die Season. Vielleicht beginnt sie heute, weiß ich nicht mehr. Wir gucken mal rein. Ich weiß schon, was für neue Karten kommen, aber was die Entwickler dazu sagen, interessiert mich auch nochmal. Wenn ihr mich supporten wollt, liken, kommentieren, abonnieren, gern für Marvel Snap. Ich meine, es ist manchmal ein bisschen unfair, aber ich finde, das Spiel macht absolut keinen Druck und macht trotzdem Spaß. Deswegen lasst gerne ein Abo und ein Like da und ein Kommi für den Algorithmus. Und wenn ihr mich noch mehr supporten wollt, der Kanalmitgliedschaft und folgt mir natürlich auch noch auf den anderen Social Media Kanälen. Dramatische Musik. Eigentlich so niedrig hier unten. Die Kamera ist zu hoch gerichtet. Oder mein Symbol ist zu groß, vielleicht wird das. Ich hoffe, das gibt kein Problem mit der Musik. The only way to follow that epic intro is to get you exclusive insider access to the people behind Marvel Snap's most stylish season yet. This is the Hellfire. Ich muss echt mal sagen, der hat richtig eine richtig krasse Stimme. Ist das der Blob? Oh, Senior Software Engineer Ali Wallach. Ali, you look stunning this evening. Tell me about your dress. Thanks so much. It's retro. I really love it. Tell me about your dress. Es ist einfach nur ein ganz normales Kleid von der Stange. Brille sieht einfach irgendwie aus, als wenn sie falsch rum auf wäre. And I heard you've got some information about our new season pass card, the leader of the Hellfire Club. Nobody shaming? Sebastian Shaw. Yeah, he's the talk of the town. He gained. Das ist tatsächlich eine richtig krasse Karte, finde ich. Es zeigt sich natürlich erst am Ende, was man genau damit machen kann, aber derzeit fallen mir halt Kombos ein mit Okoye und wie ist ihre Schwester nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Die andere, die halt die Handkarten bufft, ich komme jetzt nicht drauf, wie sie heißt. Und noch einige andere. Nova würde auch mit ihm funktionieren. Dann die Elsa Bloodstone würde auch mit ihm funktionieren. Also ich sehe da einige Möglichkeiten, ihn gut spielen zu können. Also das wird übrigens unsere Season Pass Karte, von daher bin ich mal gespannt. Two power permanently whenever anybody gives him power. And that sounds amazing. What cards should we be playing with Sebastian? Well, he's really great with Silver Surfer or vergessen. With Forge. And when you're building a deck with Shaw, you might also consider. Ja, genau, Nakia, auf die bin ich jetzt nicht gekommen. Nakia würde natürlich super passen. Silver Surfer, Elsa Bloodstone. Also da kann man schon eine ganze Menge Power raus. Und wenn man hier halt guckt, ne, so. Allein das jetzt, so Nakia hat ihm wahrscheinlich Power gegeben, dann jetzt der Silver Surfer nochmal. Das sind halt auch nochmal alles Upgrades einfach. Der hat schon so 3-4, der kriegt durch ihn nochmal 2, glaube ich. Dann hat er ja selber schon 2. Durch Nakia hat er dann auch nochmal Power bekommen, ist schon krass. Oh yeah, Nakia. Fantastic, Ali, great to see you and thank you so much for coming. Looking stunning as always. Oh my goodness, it's the most stylish man in the second dinner office. Art manager Johnny Erner. Johnny, I love you when you were in our first ever live stream and you very publicly lost to Nikki. and I'm very happy to see you on the red carpet again. I'm sorry, who are you? Oh, it doesn't matter. Fair. Who wore it best this Hellfire Gala, Professor X, emoji. Sebastian Shaw or White Queen? Oh, silly question, bro. Also ich muss mal echt sagen, also Professor X sieht scheiße aus, weil das ist der aus dem anderen Universum, aber egal. Aber die White Queen sieht auf jeden Fall krass aus. Sebastian Shaw denkt die ganze Zeit, das ist Wolverine, Alter. Obviously all three. Why choose one when I can choose all three? They're all pure fire. Hellfire. Alright, well listen, I'm gonna pump you for some insider information about this season's variant. So we have stylish new variants coming out. Sieht wirklich ganz cool aus. Bishop, ja, hat was. Dr. Doom auf jeden Fall. Magic sieht cool aus. Rogue geht so, aber Jean Grey auf jeden Fall nice. Captain America, okay.
She-Hulk, ja, kann man machen. Aber Black Panther sieht auch ziemlich cool aus. Moon Knight sieht einfach nach gar nichts aus. Scarlet Witch, weiß ich nicht. Sieht irgendwie nicht aus wie Scarlet Witch. Wo sind die roten Haare? For Magic, Black Panther, Captain America and more. But the Hellfire Gala Shop Takeover is only one day, so don't get caught snoozing. All right, well, listen. Before you go, I have Varianten to know what's your favorite variant aus. In the game and why. Sein der Rest drumherum ist geil. Pixel Hellcat. So brave. So bold. Utterly fashionable. Pixel-Varianten sind einfach hässlich. All right, Johnny Erner, everybody. Welcome back. We're at the Hellfire Gala. And oh my goodness, this is Young Woo, the chief production officer. And the last time we saw you, you were burning my taste buds off. This is the hottest dish we've ever made at Bello. Thanks. I have to ask though, tell us about your ensemble. Well, you know, the cards this season are going to be absolutely bananas. So I decided to wear my finest banana shirt. It looks incredible. Now, the rumors are that Celine, the Black Queen of. Die sieht auch krass aus. Hier sehe ich auf jeden Fall Kombo-Potenzial, zum Beispiel mit den Goblins. Stell dir mal vor, ihr spielt die aus. On reveal, inflict the lowest power card in each person's hand with minus 3. Das heißt, euer Green Goblin hat dann einfach minus 6 und der Hobgoblin hat minus 11. Das wäre einfach schon ziemlich heftig. Also, den Green Goblin zu treffen wäre schon krass. Aber auch euren Hood zum Beispiel zu treffen mit minus 6 und dann mit Annihilus, ihr wisst, wen ich meine, rüber zu geben und dem Gegner einfach eine minus 6 Karte zu geben, ist schon heftig. Sie geht ja dann auch rüber. Oder was auch eine geile Kombo wäre, Runde 3 dann in dem Fall, die Black Widow und dann sie und dann hat er eine Nuller-Karte mit minus 3 auf der Hand. So Celine drains the life force of those around her to maintain her immortality. Ah, hier sind auch eine Kombo. In Marvel Snap, she's a one cost card with minus one power, who gives on reveal the lowest. Wobei ich sagen muss, besser wäre vielleicht bei ihr, aber gut, vielleicht unterschätze ich die Karte auch, wenn sie einfach null kosten würde. Power card in each player's hand, three less power. So imagine giving one of your opponent's best cards in hand three less power. And then turning your Green Goblin into a minus 6 power card and flying it over there. Vor allen Dingen, ich sehe da eine krasse Kombo auf jeden Fall mit, wie heißt sie nochmal? Ravonna Renslayer. Ich weiß gar nicht, geht die nur auf 1 bei den Kosten? Also, wenn die ihre Kosten senkt, oder geht die dann halt auf 0 auch? Weil dann würde sie 0 kosten, der Goblin auch nur 2 und hat minus 6. Und wie er schon sagte, du gibst dann halt einer guten Karte des Gegners halt minus 3. Sagen wir jetzt mal. Keine Ahnung, den, was war denn da, fällt mir spontan leider nichts ein, aber von mir aus die Elsa Bloodstone hat dann auf einmal minus 1, das wäre schon heftig. That's incredible, I can't wait to do that, but I am taking all the Iron Man and Dark Hawk cards out oder of so. All my decks. Iron Man, Dark Hawk. Listen, since the beginning of Marvel Snap, people have been asking, where is Havoc, Cyclops' brother? He's finally coming to Marvel Snap this season. Yes, Havoc is finally joining us. Da bin ich auch mal gespannt. Er hat halt Kosten von 2. Und after each turn you lose 1 max energy and this gains plus 4 power. Wenn ich das richtig verstehe, ist, ihr spielt ihn halt in Runde 2, habt dann in Runde 3 aber auch nur 2 Energie. Und in Runde 3, in Runde 3 habt ihr dann 2, in Runde 4 habt ihr dann nur 3 Energie und so weiter. Dafür kriegt er aber jedes Mal plus 4 Power. Havoc has a really crazy power. After every turn, you lose 1 max energy, but in return, Havoc gets a bunch of power. Together with the likes of Ravonna and Mr. Negative, he's going to be a force to be reckoned with. Oh my gosh, I can't wait, Young. Thank you so much. It's always a pleasure talking to Young Woo here on the red card. Natürlich auch krass. Mit Ravonna hat er halt minus 1 schon mal. Das kostet ja nur noch 3. Der hat er 4 gekostet, glaube ich. Und auch mit Mr. Negative kostet der dann 0, hat 4 Power. Und du kannst ihn einfach dann so, ne, am Ende nochmal für 0 Power raushauen. And joining us remotely to dish on some new cards is Associate Design Director Kent Eric Hagman. Kent Eric looking absolutely fantastic, even off the red carpet. Thank you, Ben.
I'm sporting the 2024 collection in mint condition, of course. So I'm here at a super exclusive undisclosed location. So sorry I couldn't make it. Can Derek please tell us about our new car, the Blob? The Blob is huge! Yeah, he can get absolutely massive. When you play the Blob, every card in your deck merges into him, and he gains the power of all those cards. He can be super. Das ist auch ziemlich krass. Den könnte man auf jeden Fall richtig gut mit Inchinaut zum Beispiel spielen. So, du hast jetzt nichts anderes, spielst dann ihn statt halt die Dingens oder She-Hulk oder Hulk oder den Infernaut. Wenn der Infernaut noch im Deck ist, du spielst ihn für 6, dann hat der 24, damit wäre er sogar besser. Super good in ramp decks that don't want to lean into high evolutionary for a Vault Hulk. I for one look forward to watching my opponent's Dark Hunt drop to zero power with my now empty deck. Oder, das ist natürlich auch eine geile Kombo, oder du spielst ihn halt im Shuri Red Skull Deck, würde auch funktionieren. Du hast noch einen Red Skull oder eine Typhoid Mary oder so im Deck, dann hat der 6, also kostet er 614. Deck. Thank you so much, Kent Derek. Great talking to you remotely. Ooh, you look fantastic as always. Thank you, Ben. Oder mit Mr. Negative kostet 4, hat 6 und merged dann noch mit deinem Deck. We've seen so many incredible guests tonight at the red carpet for the Hellfire Gala. And oh, we've got a community manager for Marvel Snap, Richie Holcomb. Richie, great to see you again. Now, there's two new locations coming to this season of Marvel Snap, White Palace, Castle Blackstone. Can you tell us about them? Absolutely. White Palace is interesting because it's White Queen's stronghold. And so the ability is really similar to White Queen's ability. When the location reveals itself, each player is going to get a copy of their opponent's highest cost card in their hand. That sounds like an invasion of privacy. Castle Blackstone. That's the one I'm really expecting people to get really excited about. And that's because the person who's winning that location gets +1 energy each turn. So I'm really expecting those cards to be popping up each turn as people contest that location. Fantastic. Richie, great to see you. Thank you so much for coming. Always a pleasure to see Richie looking so dapper here on the red carpet. It's been an incredible night here on the red carpet at the Hellfire Gala. And we've got one of the OGs of Marvel Snap, senior producer Nikki Broderick. Welcome, Nikki. It's great to see you looking fantastic as always. Can you tell us about any of the new features coming to this season? Yes, we've got albums coming. And they're so amazing because they let you get new emotes to flex on your opponents. Oh, I can't wait. And any for players who maybe don't like building their own decks? Ooh, yeah, we have Deck Builder. It's perfect. You can build a competitive deck in just one click. One click. Oh, I can't wait. And I know it's winter's coming. It is the Hellfire Gala, but anything for this winter? Yes, we have Winterverse this season. It's got 14 days of login bonuses. Ja gut, die gab es ja letztes Jahr schon. Ich glaube, den hier habe ich schon, den Rock Slice. Den Devil Dinosaur habe ich. Ich glaube, den Ebony Maw habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen vier auch, oder vier davon. Nee, die habe ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, die Rogue. Die Rogue eventuell noch, ich weiß es nicht. Aber finde ich an sich cool, dass sie das einführen. Aber immer nur diese Karten leider. As well as a ton of hot variants to heat up your collection. Amazing. Thank you so much, Nikki. Great to see you. Enjoy the event. The event is starting now, but thank you so much for playing each and every season. You make Marvel Snap great. It sounds amazing in there. I can't wait to join. Ich muss aber auch mal einen Seitenhieb am Marvel Snap verteilen, weil ich finde, das alte System, um an Karten zu kommen, war irgendwie besser. Ich hatte früher immer jede Karte sofort. Oder hab sie halt relativ schnell bekommen, weil im Prinzip jede Truhe war ja die Möglichkeit, dass ich auch eine neue Karte bekomme. Das habe ich jetzt nicht mehr. Also hätte man das weiter so beibehalten, dass in den Truhen trotzdem noch die Karten drin sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wäre das besser als nur die Schlüsse, weil jetzt habe ich nur die als Variante, also die Möglichkeit zu bekommen. Und auch haben die ja sehr viele Collector-Coins weggenommen, womit ich vorher auch noch innerhalb von einem Monat auf jeden Fall 1-2 Karten bekommen habe. Das ist auf jeden Fall auch schlechter geworden. Und was natürlich richtig mies ist bei den Collector-Caches, ich habe ganz oft Karten da drin, die ich schon habe und kriege dafür 1000 Collector-Coins. Was soll ich damit? Wenn ich wenigstens für die gleiche Stufe dann die Coins kriegen würde oder zumindest die Hälfte davon, dass man sagt, okay, wenn der jetzt auf Series 5 wäre, da kostet die Karte ja 6000, kriege ich halt 3000, ist die Series 4, da kostet die Karte ja 3000, kriege ich 1500. Dann wäre das schon irgendwo angemessen, aber so finde ich das, was soll ich mit 1000, Alter? Ich muss 6-mal die gleiche Karte ziehen, die ich schon habe, um mir eine neue Karte holen zu können? Mies, mies, wirklich.
Die haben uns das halt verkauft als, dadurch wirst du schneller an neue Karten kommen. Nein, du nicht. Buddy, get off the table! Alright, well, thank you so much for joining us. I'm not invited. Alright, well, you know, have fun. Is there noch was? About their favorite Marvel Snap memories from this year. Here's what they said. Favorite card. My favorite new card of the year was Ghost Spider. Jeff the Baby Landshark. Oh, and not. So Jeff hatte auf jeden Fall einen Impact, Ghost Spider leider nicht so. He's very toxic, just like me. Favorite variant. Any of the Galactus variants. Dan Hip Helicarrier. Sister Grimm variant of Nikomaru. Favorite season. The one that features Jeff the Baby Landshark. Big in Japan. Higher, further, faster. Favorite event. Gamescom when we launched PC. Oh, San Diego Comic-Con. Where Johnny spoiled all the emotes. Favorite sizzle. Days of Future Past. Big in Japan. Spider-Verse. Oh, it's gotta be the one with Jeff the Baby Landshark. Die weiß ich nicht, was die mit ihrem Baby Landshark hat, aber irgendwie hat jeder so, also ich hätte gedacht, dass manche vielleicht so die gleichen favorisieren, aber ich glaube hier ist es wirklich so, also entweder haben die das abgesprochen, dass das so sein soll oder keine Ahnung, weil ich fand jede Season eigentlich ganz cool, jeder hatte so ihre Stärken und Schwächen, aber keine war jetzt so, wo ich sage, boah, das war die Season, Alter, die war richtig krass. Favorite thing about work. My favorite thing about work. Is the incredible people I get to work with every day, even if they forgot my invitation. Being able to make amazing things with people I love. Being able to connect with players from all over the world. Working with so many amazing people on a game that brings people joy. Ja, ja, ja. Naja, also ich denke, wir kriegen auf jeden Fall richtig, richtig gute Karten nächste Season. Also Sebastian Shaw sehe ich auf jeden Fall Potenzial drin. In The Blob sehe ich halt Potenzial. Havoc weiß ich noch nicht so richtig und die, ich habe ihren Namen vergessen, hat auch Potenzial, wenn auch nur für manche Decks. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und von meiner Seite aus war es das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. What a game.